Hi Leute, heute wollte ich euch mal kurz was zeigen. Und zwar wollte ich es euch mal veranschaulichen. Ich habe hier so einen Matschglas. Und das kannst du ganz gut vergleichen mit dem Bewusstsein, das wir häufig haben. Alles ist irgendwie vernebelt, es ist keine Klarheit da. Die Gedanken sind nicht so gestochen scharf. Und nichts funktioniert so richtig, beziehungsweise wir haben noch unsere Ängste, Zweifel und manchmal denken wir uns, ey, warum geht was nicht voran? Dann denkt man jetzt, man hat es durchschaut. Hey, man hat neues Wissen, einen schönen Stimulus an die Hand bekommen. Und das ist das neue Wissen, Klarheit. Aber was passiert jetzt? Was hat sich verändert in deinem Glas? Es ist alles aufgewirbelt, es ist alles teilweise sogar noch konfus. Und es braucht eine Zeit lang, bis du so geklärt hast und ein klares Wasser hast. Im Chinesischen gibt es ein Sprichwort und es lautet: eine volle Vase mit Wasser füllen. Und das ist nämlich schwierig, wie ihr seht. Und das, was du machen musst, ist erst die alten Sachen zu klären, die beiseite zu lassen und auszuspülen. Und wenn du dann was einfüllst, dann schaut es schon viel klarer aus. Glas hätte man sogar noch besser ausspülen können. Aber das ist genau der Punkt. Manchmal, beziehungsweise eigentlich immer, sind es die alten Sachen, die dich zurückhalten. Es ist nicht das Neue, was du lernst, was irgendwie so schwer oder kompliziert ist, sondern das Alte, was immer noch anhaftet, was immer noch in deinem Hirn, in deinem Körper gespeichert ist. Und du musst nicht ständig irgendwelche verschiedenen Sachen in dein Gefäß einfüllen, ständig dieser einen Theorie nachrennen, ständig einer anderen Theorie nachrennen. Nein, es geht wirklich darum, systematisch, klar, strukturiert durchzuführen und sich auf eins, auf ein klares Wasser zu konzentrieren, den Rest zu klären. Und dann baust du immer mehr Fähigkeiten auf, es kommt immer mehr Klarheit. Die neuen Fähigkeiten aufzubauen und in dein System reinzubekommen und zu lernen, das ist auch das, wo wir nämlich jetzt angehen. Und wir werden jetzt ein Jahr lang, es gibt nämlich jetzt einen neuen Start vom Programm, und wir werden ein Jahr lang wirklich gemeinsam den Weg gehen, in einer schönen Gruppe. Dort kannst du das eben auch lernen, diese Fähigkeiten langsam und gezielt, klar und systematisch, wirklich ein systematischer Prozess der ganzheitlichen Reinigung zu lernen und diese Fähigkeiten, Emotionen zu verarbeiten, die Fähigkeiten, das Körpergefühl zu entwickeln, was wirklich eben Fähigkeiten sind, wie eben Tennis spielen zu lernen. Das lernst du nicht dadurch, dass du ein Jahr lang Bücher liest, sondern dadurch, dass du ein Jahr lang jeden Tag dich auf den Platz stellst und trainierst und übst und in der Gruppe, in einem Team fällt es natürlich viel leichter. Deshalb, wenn du magst und das für dich auch gerade ein Thema ist und du merkst, ey, die emotionale Entgiftung und die körperliche Reinigung, du hast da noch Fragen, du hakst da immer wieder an Punkten, das Emotionale ist vielleicht ein Thema oder es kommen Selbstzweifel hoch, beziehungsweise der Stress im Alltag ist es einfach schwer umzusetzen, dann lass uns einfach gerne mal telefonieren. Infos findest du auf meiner Webseite und gemeinsamer Start eben ist ein Event und da treffen wir uns dann, alle, die eben dann schon im Programm sind. Und ja, freue mich drauf, wenn du dabei bist. Und ja, ich bin mega gespannt auf das Jahr und freue mich voll drauf und bin auch gespannt, was es für eine Gruppe wird. Also, wenn das gerade Thema bei dir ist, wie gesagt, schau mal einfach auf die Webseite und dann können wir da nochmal schauen, ob das auch. Ja, ob ich dir da auch an dem Punkt, wo du jetzt wirklich bist, auch helfen kann. Genau. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.